Ja, liebe Wohnsiedlerinnen und Wohnsiedler, heute ist Freitag, der 24. Juli und ich wende mich auch heute wieder an Sie mit meiner wöchentlichen Videobotschaft hier aus dem Rathaus über die aktuellen Geschehnisse, über die aktuellen Themen, die mich diese Woche beschäftigt haben. Und ganz wichtig ist mir nochmal zu Anfang Danke zu sagen an ATM Sound und Tobias Bachmann, Hashtag Fichtelstream, denn der Tobias Bachmann hat jetzt mal über die Sommerwochen sich bereit erklärt, ehrenamtlich uns hier zu unterstützen mit unseren Videos. Und ihr merkt, die Qualität ist natürlich eine ganz andere, als wenn wir da immer unsere Handyvideos machen. Also danke dafür, Tobias Bachmann, dass du uns hier so schön unterstützt. Heute ist Ferienbeginn, beziehungsweise letzter Schultag. Heute kommen unsere Kinder und Schüler ja in den Genuss des Ferienbeginns, der freien Zeit, können sich erholen. Das war eine anstrengende Zeit jetzt die letzten Monate. Homeschooling in Zeiten von Corona und einfach eine unglaublich herausfordernde Zeit, also damit umzugehen, digitales Learning und Hausaufgaben zu Hause, die dann über Wochen hinweg und dann später im wöchentlichen Wechsel die Beschulung nur stattfinden konnte. Also ganz großes Lob an alle Schülerinnen und Schüler, ganz besonders natürlich auch großes Lob an alle Absolventinnen und Absolventen, die jetzt ihren Schulabschluss gemacht haben. Das ist, glaube ich, eine ganz besondere Leistung, die alle hier vollbracht haben. Wir haben passend zum Ferienbeginn auch diese Woche am Montag in der Stadtbücherei den Sommerferienleseklub eröffnet. Also hier können jetzt alle Schüler, die in den Ferien sich mit Lesestoff versorgen wollen, sich exklusiv mit Neuanschaffungen eindecken. Und das ist eine tolle Sache. Also schaut mal in der Stadtbücherei vorbei und deckt euch ein mit Ferienlektüre. Wir haben am Dienstagabend einen ganz tollen Workshop gehabt. Denn da hat der zweite Workshop stattgefunden in unserer Fichtelgebirgshalle zum Thema Kulturhauptstadt Bayern-Böhmen 2021. Also das wird in Wunsiedel stattfinden nächstes Jahr. Da freue ich mich sehr drauf und ich bin unglaublich begeistert und unglaublich dankbar, wie viele unserer Vereine und ehrenamtlicher Akteure sich hier einbringen, jetzt beim zweiten Workshop wieder mit dabei waren und das Programm für die Kulturstadt Bayern-Böhmen im nächsten Jahr mitplanen, Beiträge liefern, sich beteiligen und Veranstaltungen machen. Das sind Wanderungen, das sind Feste, das sind sportliche Tage. Da freue ich mich unheimlich drauf und da kommt auch die Kulinarik nicht zu kurz. Und der Austausch natürlich mit unserer Partnerstadt Ostrov wird eine große Rolle spielen und insgesamt also die gemeinsame Kulturpflege Bayern-Böhmen. Großartiges Engagement, danke, weiter so und ich freue mich da auf die gemeinsame Arbeit. Wir haben gestern zwei Schulverbandsversammlungen gehabt. Da geht es um die Jean-Paul-Mittelschule und um die Jean-Paul-Grundschule. Und da haben wir über wichtige Themen, insbesondere der Digitalisierung, gesprochen. Also hier werden ja auch staatliche Gelder bereitgestellt, die wir gerne nutzen, um unseren Schülern in unseren Schulen entsprechend auch die Möglichkeit des Lernens, des modernen Lernens, des digitalen Lernens zu schaffen. Da haben wir gestern entsprechend wichtige Beschlüsse gefasst, sodass wir hier in der Digitalisierung des Schulbetriebs entsprechend vorankommen. Heute Nachmittag am Freitag trifft sich nochmal der Stadtrat. Wir haben da eine Klausurtagung anberaumt, wo wir uns mal den ganzen Nachmittag ganz, ganz intensiv mit dem Thema Innenstadt beschäftigen. Wir sind ja gerade dabei, eine Leerstandsuntersuchung zu machen, also zu gucken, wo in der Innenstadt sind Leerstände in Gebäuden, wo ist wirklich dringender Handlungsbedarf, welche Konzepte können wir da schaffen, um entsprechend was dafür zu tun, dass die Innenstadt wieder stärker belebt wird, dass Investitionen stattfinden, das ist ja eine ganz wichtige Sache. Und da haben wir ein Gutachten in Auftrag gegeben vor einiger Zeit, wo jetzt die Ergebnisse vorgestellt werden. Und jetzt schauen wir uns heute in dieser Klausurtagung als Stadtrat gemeinsam an, was machen wir da, wie sind da die Maßnahmen und wie sind vor allen Dingen erstmal auch die Ergebnisse dieser Untersuchung. Daneben hat mich die ganze Woche natürlich noch ein unschönes Momentum beschäftigt. Sie haben es alle mitbekommen, diese Thematik Betrugsfall im Wohnimmobilien-KU, im Zusammenhang auch mit der Heinrich-Benno-Scheffler-Stiftung, die im KU verwaltet wird. Ich
habe die ganze Woche, jeden Tag mich intensivst mit der Aufklärung dieses Falls beschäftigt und ich darf da auch nochmal ganz klar versichern an dieser Stelle, dass ich hier mit aller Konsequenz und auch aller notwendigen Härte vorgehen werde, um da wirklich eine lückenlose und rückhaltlose Aufklärung zu gewährleisten und entsprechend dann auch dafür zu sorgen, dass das bis ins Detail geklärt wird, wie konnte hier ein Betrugsfall stattfinden und dass sowas auch nicht wieder geschieht. Das wird uns noch ein bisschen länger beschäftigen, aber ich darf da eben versichern, da sind wir weiter mit aller Konsequenz dran. Morgen, am Samstag, findet im Felsenlabyrinth auf der Luisenburg wieder ein Luisenburg-Konzert statt. Der Andy Lang wird da mit seiner Gruppe auftreten und entsprechend wieder auf der historischen Bühne im Felsenlabyrinth eine, glaube ich, wunderbare Corona-bedingte Ersatzveranstaltung machen, nachdem unsere Luisenburg-Festspiele ja heuer leider ausfallen müssen. Da freue ich mich sehr drauf. Diese Konzerte im Felsenlabyrinth, die haben ein ganz besonderes Ambiente. Ich kann es nur empfehlen, gehen Sie mal hin, schauen Sie sich das an. Und Ihnen allen wünsche ich entsprechend dabei viel Spaß, aber auch so ein schönes sonniges Wochenende. Unseren Schülern nochmals schöne Ferien, erholt euch gut und ich melde mich nächste Woche wieder mit meiner Freitagsbotschaft. Alles Gute, bleiben Sie bitte gesund.